Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Cyclic Tutorial. Heute geht es um das Fluid Cable und das Fluid Cable wird hergestellt aus 4 Brick Stairs und 4 Gold Nuggets. In dieser Anordnung kriegen wir 8 Stück raus. Wir brauchen zum Aufbau einmal eine Tank in dieser Anordnung und einen Tank in dieser Anordnung. Und wir brauchen natürlich das Fluid Cable, das wäre natürlich auch nochmal ganz cool. Und dann brauchen wir einmal Wasser. So, jetzt passiert erstmal noch gar nichts. Das ist zwar erstmal eine Verbindung da, aber keine richtige, weil beide im Grunde genommen auf Input stehen. Das bedeutet, ich kann jetzt hier einmal entsprechend halt sagen, okay, zack, das ist jetzt ein Output-Interface. Okay. So, jetzt haben wir einmal in diesem anderen Fluid Storage Tank, haben wir jetzt die 1000 Water entsprechend halt drin. Wenn wir das Ganze einmal hier umstellen auf Output, dann sehen wir, dass sich das Wasser einmal hier drin in dem Fluid Cable befindet. Also das sehen wir jetzt nicht, aber das ist ganz einfach so. Und wenn ich jetzt das Ding hier wieder einmal umkonfiguriere, bisschen hakelig, okay, sehen wir, dass wir hier wieder tauchen. Entsprechend drin haben. Wir können auch hier nochmal einen Fluid Cable Filter halt entsprechend einsetzen, also eine Filter Data Card. Das heißt, das wäre die Filter Data Card, wäre das hier. Damit kann man entsprechend halt dann die Flüssigkeiten filtern. So viel auf jeden Fall zum Fluid Cable. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis demnächst. Ciao.